In der Kirche von Glensborough, einer Kleinstadt im Süden Englands, wurde ein mit einem Harlekin-Kostüm begleiteter Mann nach der Abendandacht in der Glockenstube von einer der großen Glocken erschlagen und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Was die Sache so rätselhaft macht, ist die Tatsache, dass die Kirche, die Sakristei und der Glockenturm schon längst verschlossen waren. Wie also kam der Erschlagene in die Glockenstube? Und wer hat an der Schaltanlage in der Sakristei das Geläut in Gang gesetzt? Diese Fragen stellen sich zunächst der ziemlich trinkfreudige Messner West und der etwas herrische Reverend Ross, die auf das stürmische Läuten der Glocken hin in die Kirche und von dort in die Glockenstube eilten, wo sie dann den Erschlagenen in einer großen Blutlache unterhalb der Nordwand fanden. Der von den beiden Herren sofort verständigte Dr. Wyler glaubt, den Toten identifizieren zu können durch einen Siegelring, den dieser an der rechten Hand trägt und der einem gewissen Albert Datum, dem Sekretär des stadtbekannten Großaktionärs Anthony Mitchell, gehört. Dass der Tote wirklich dieser Albert Datum ist, scheint auch aus einem Zettel hervorzugehen, den der ebenfalls herbeigeholte Sergeant Wellington kurz darauf am Tatort findet.